Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bear and Breakfast. Wir sind in der letzten Folge auf Jax gestoßen, der uns doch gebeten hat, die Skihütten zu reparieren. Das haben wir gemacht. Und jetzt, was müssen wir hier machen? Gehe in Weißsteinbruch über die Holzkreuzung. Eine heiße Bestellung. Das müssen wir machen. Okay, dann tun wir das. So. Eine heiße Bestellung. Wo war denn nochmal die Bushaltestelle? Ach ja, da unten. So. Skiresort-Schild. Ach komm. Das machen wir gleich mal schön. Ein in die Jahre gekommenes Schild, das wie aufpoliert wurde. Darauf steht, herzlich willkommen. Plus eine Gästeanfrage am Tag. Alles klar. So, wenn wir dann halt mal fertig sind, ne? So, haben wir da wieder drauf geklickt. Da ist auch nochmal Müllcontainer. Sehr schön, können wir also Deko kaufen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in die Weißsteinbucht über Holzkreuzung. Jetzt gehen wir erstmal zur Holzkreuzung und gucken, dass wir da in diese Bucht kommen. Mal schauen, wie das da, wo wir da hin müssen. So, scheinbar müssen wir hier rechts rüber. Mhm. Aber schon mal nicht hier lang. So. Hier müssen wir lang. Okay. Weißsteinbruch. Ein Leuchtturm. Okay, sehr cool. Okay. Ach, guck mal hier. Da ist Barbara. Schau doch mal vorbei, wenn du Zeit hast, Schätzchen. Ja. Dann machen wir das. Gehen wir doch mal Barbara besuchen. Hier regnet's. Oh, guck mal hier. Hier gibt's, ne? Honig. Cool. Können wir mitnehmen. Und hier haben wir noch mal andere Früchte, oder? Ja, Pfirsiche. Auch sehr schön. Lecker, lecker. Die Bushaltestelle reparieren wir gleich. Gut, dass wir da neulich schon die, das Zeug mitgenommen haben. So, hier ist wieder so eine kleine Ratte. Da gehen wir gleich hin. Wir gehen jetzt erstmal zu Barbara. Was ist das? Ingwer. Okay. So, Barbara. Wie lustig. Ich wollte gerade kurz verschnaufen. Es ist, als hätte ich darauf gewartet, dass du hier auftauchst. Und was sagt man dazu? Mein kleiner, bäriger Engel? Ich war schon seit Jahren nicht mehr in der Bucht. Ich hatte vergessen, wie violett der Himmel noch mal manchmal werden kann. In diesem kurzen Augenblick, wenn die Sonne aufs Meer trifft, bevor sie sich zur Ruhe legt und verspricht, am nächsten Tag zurückzukehren. Der Kapitän erzählte immer Geschichten über die Sonne und den Mond. Ganz egal, wo er hinging, sagte er. Sie hielten immer Abstand zu den Seefahrern. Trotzdem schienen sie anzuspornen. Sie lockten sie mit einem alten, seltenen Tanz gerade mal zweimal am Tag. Wie ein Hund mit einem Ball, der dich verzweifelt anbettelt, den Ball aus seinem Maul zu werfen. Okay. In der Nähe von großen Gewässern wird man immer zum Träumen angeregt. Weißt du, es ist eine wirkliche Schande, dass so lange schon kein Boot mehr auf dieser Seite des Tals war. Natürlich ist es viel zu gefährlich, so ganz ohne Leuchtturm, um sie zu leiten und so. Manchmal vermisse ich die Geschichten des Kapitäns. Er hat sogar immer mal von seinem Schiff aus angerufen, da hat das Rauschen der Übertragung immer noch zu Spannung beigetragen. Währenddessen malte er mit seinen Worten ein Gemälde. Ich habe in letzter Zeit viel über dieses Rauschen nachgedacht, aber ich hatte kein Glück, einen Empfänger zu finden. Es gab mal einen im Leuchtturm, bevor alles vor die Hunde ging. Glaubst du, du wärst zu einer kleinen Untersuchung für eine alte Hexe bereit? Okay, finde einen Radioempfänger. Wir finden auch Ingwer. So, ein Radioempfänger. Dann nehmen wir die Quest doch auch gleich noch an. Warte. Oh, hey. Der kleine Mann kommt vorbei. Pass auf, wo du hintrittst. Oh Mann, tut mir leid, Warte. Oh nein, keine Sorge, Mister. Ich bin es gewohnt, dass man auf mir herumtrampelt. Willst du mich wieder zum Boss schicken? Was? Nein, ich habe nicht mal nach dir gesucht. Oh, verstehe. Habe ich dich nicht eben erst zurückgebracht? Was willst du überhaupt hier? Und wenn Mr. A dich nicht geschickt hat, sag ihm bitte nicht, dass ich weg bin, Mister. Ich glaube, das wird ihm gar nicht auffallen. Letztes Mal war er sehr aufgeregt gewesen. Er ist extra bis zu mir nach Hause gekommen, nur damit ich nach dir suche. Ach, wirklich? Nun, das liegt daran, dass er endlich herausgefunden hat, dass ich meine Plünderquote nicht erfülle.
Du wirst nicht glauben, wie viel Müll tatsächlich nutzloser Abfall ist. Man braucht ein scharfes Auge und eine geübte Schnute, um die wirklich guten Sachen herauszufischen. Und selbst dann ist es gerade gut genug, Wade. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du Glück hattest. Nimm das nicht in den Mund, Wade. Den letzten Satz höre ich oft. Ich dachte, wenn er nach mir gesucht hat, müsste er mich wenigstens etwas vermissen, oder? Mich wenigstens etwas mögen. Aber gleich nachdem du weg warst, hat er mich wieder losgeschickt, um Mist zu wühlen. Denn nur dazu bin ich gut, nur eine Spürnase. Ich bin mir sicher, das stimmt nicht. Du bist auch, leicht zu übersehen. Danke, lieb, dass du das sagst. Also, ich bin wieder gegangen. Der Müll ist grüner auf der anderen Seite, schätze ich. Wie er immer sagte, der Müll wartet nicht auf die Tonne, Wade. Ja, sehr einfühlsam. Er ist so klug, Mr. A. Naja, ich stand kurz vor dem Hungertod, bevor du kamst. Also, wenn ich dich nicht behalte, warte, dabei kann ich helfen. Ich habe gerade erst gelernt, mein Essen selbst zuzubereiten. Und nun möchte ich nicht prahlen, aber ich treffe die Temperatur, bis das Wasser kocht, fast jedes Mal. Der Trick ist, es nicht mit dem Mund zu prüfen. Oh, das klingt wirklich lecker. Und naja, wenn es nicht so viel ausmacht, würde ich eine Sache wirklich gerne ausprobieren. Eine Art Suppe. Oh, wir haben ein Rezept bekommen, Leute. Eine französische Zwiebelsuppe, sehr lecker. Ich habe sie mal in einem Film gesehen. Die wird nicht oft für Ratten gekocht, weißt du? Alles klar, müssen wir jetzt wahrscheinlich machen. Koche eine französische Zwiebelsuppe. Ja, müssen wir wieder zurück. Den Radioempfänger müssen wir noch suchen. Wir gehen mal hier unten hin, da war irgendwo ein Pfeil. Können wir hier noch den Müll mitnehmen? So. Da bewegt sich was, Leute. Was ist das? Die Firma Flight. Ich werd bekloppt. Echt jetzt. Der wahre Blutsherr wird über uns alle herabkommen. Alles klar. Das ist ja komische Zeit, Genossen. Hier ist die Tür. Was ist hier? Kommen wir hier rein? Ja. Müll. So, was haben wir hier? Das sieht spaßig aus. Jo. Kleine Kirmes haben wir hier. Hier ist nochmal Honig. So, was gibt's hier? Zum Strand. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Hier gibt's Pflaumen. Oh, cool. So, jetzt sind wir schon wieder von unserer Quest weg. Wir müssen hier hin. Kommen wir hier hoch? Nee. Okay, wann kommen wir wohl da hoch? Finde einen Radioempfänger. War nicht da auf dieser Station? Auf dieser Radiostation? In der anderen Ecke irgendwas? Wir gehen mal gucken. Wir fahren mal zurück. Und gehen mal kochen. Wo können wir denn kochen? In Bergsee können wir kochen. Dann fahren wir da mal schnell hin. So. Haben wir Zwiebeln in der Tasche? Ja, haben wir in der Tasche. Koche eine Zwiebelsuppe. Alles klar. So. Zwiebelsuppe. Achso, die haben wir noch nicht gelernt. Wo haben wir das Rezept? Da ist das Rezept. So, jetzt haben wir Zwiebelsuppe gelernt. Kochen. Zwiebelsuppe, da ist er. Was brauchen wir denn? Oh, wir brauchen Brot. Und Butter. Wie kommen wir denn da dran? Oh. Okay, dafür brauchen wir ein bisschen mehr. Das wird jetzt nichts. Okay. Okay, dann stopfen wir erst nochmal unser Hotel voll. So, 8 Gästeanfragen. Was haben wir? 7 Komfort. Okay, der kriegt dann hier unser... Der kriegt dann dieses Zimmer. 13 Komfort und 23. Haben wir überhaupt hier irgendwie 23? Nee.
Ach komm. So. Lass da. So. Dann haben wir die auch schon mal wieder belegt. Schlafen wir mal kurz. Gute Nacht, Henk. So. Gehen wir mal schnell. Da hinten ist doch irgendwo. Mal gucken. Da war doch die Radiostation. Und da kriegen wir doch bestimmt diesen Sender her. Würde ich behaupten. Wie seht ihr das? Hm. Okay, hier kommen wir schon mal nicht weiter. War das nicht hier oben mit dem Radiosender? Bin ich jetzt so auf dem Holzweg? Nee, hier. So. Okay, da ist nix. Okay, da ist aber nichts. Können wir hier nicht irgendwas machen? Hier können wir noch gar nichts machen. Okay. Tja, Freunde, wie geht's hier weiter? Steine zurück zu Jax bringen. Okay. Wir gehen mal zu Jax, aber die haben wir doch auch noch nicht. Wir gucken jetzt mal ganz kurz auf unsere Quests. Verlorenes Signal. Finde einen Radioempfänger. Im alten Leuchtturm. Okay. Aber zu dem Leuchtturm kommen wir ja nicht hoch. Das ist jetzt gerade unser Problem. Die französische Suppe, die können wir jetzt auch nicht machen. Und diesen Trittstein, wo kriegen wir den? Saunasteine, das sind hier. Okay. Haben wir die? Die haben wir doch gar nicht, oder? Saunasteine, doch. Wie viele will er denn? Einen. Okay. Dann versuchen wir das mal. Dann fahren wir mal zurück zu Jax und gucken, ob wir die wenigstens noch zu Ende machen können, die Quest. Hier liegt schon wieder Müll. So. Zack. Unterwegs. Also für mich sieht das noch nicht so aus, als wenn das fertig wäre hier mit der Quest. Wie sieht es mit der Mission aus? Mission abgeschlossen. Wunderbar, das wird nochmal nützlich sein. Danke, mein Freund, du bist ein guter Bär. Ach was. Warte, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wie kommt das? Ich dachte, Komplimente wären nicht gut für dich. Ach, die lernen vielleicht nicht. Aber du wurdest nicht als guter Bär geboren, du hast dich selbst zu einem gemacht. Dasselbe gilt für Beleidigungen. Nun, nichts davon fühlt sich für mich wie die Wahrheit an. Vielleicht waren sie nicht ehrlich gemeint. Oder sie haben die Landung verpatzt. Oder so, so oder so bist du derjenige, der grünes Licht geben muss. Dann sehen wir mal, dass wir euch aufgewärmt bekommen, nicht? Dein Hitzkopf kann nur so viel Wärme ausstrahlen. Ich möchte nicht prahlen, aber er ist schon ordentlich am Dampfen. Ja nun, irgendwann musst du ein paar Holzscheite verbrennen. Nimm das hier und bau einen kleinen Heizraum. So, cool. Heizraum. Was haben wir hier noch? Ein Kessel. Danach zeige ich dir, wie man ihn anwirft. Alles klar. Dann bauen wir doch mal einen.
So, welche nehmen wir denn zuerst, welche Hütte? Nehmen wir die hier oder die kleine? Ach so, das hier ist die kleine. Lass mal sehen. Ich meine, hier können wir ja auch so ein paar Zimmer machen, ne? Ach komm, wir machen das mal hier in dem hier. Ein Heizraum, den können wir ja hier in der Ecke vielleicht machen. Ja? Ja. So. So. Spezial. Das, ein Kino? Wie cool ist das denn? Versorgung, Hauswirtschaftsraum. So, dann bauen wir den mal. 2x3 muss der groß sein, also nicht so groß. Machen wir den hier in der Ecke oder machen wir den hier hin? Den machen wir hier hin. Komm, machen wir 3x3. Dann machen wir hier die Tür hin. So, jetzt müssen wir noch diesen Kessel bauen. Ach so. Ja, verwerfen wir mal. Wir müssen den Kessel erstmal bauen. Wo ist er denn? Da ist der Kessel. Kupferplatten haben wir Gott sei Dank genug. Dann probieren wir das nochmal mit dem Heizraum. So, zack. So. Wo ist der Kessel? Den Kessel, den platzieren wir hier. Können wir den drehen? So. So. Befindet sich ein ungültiges Objekt? Was ist denn hier bitte ungültig? Hä? Versteht das jemand? Was ist denn? Ach, die Tür hier. So, jetzt. So. Haben wir? Wo ist Jax? Da ist Jax. So, hallo Jax. Hast du deine Heizung bereits zu Hause hast du deine Heizung bereits ein Zuhause gebaut? Ja, haben wir. Cool, jetzt kriegen wir Brennstoff. Dann ist es nur fair, wenn du sie nun auch vernünftig benutzt. Ja, da hast du recht. So, dann füllen wir mal unsere Heizung auf. Wenn wir hier nicht ständig an diesen Steinen hängen bleiben würden. So, und die Tür müssen wir da. Das sieht ein bisschen doof aus. Gut. So, auffüllen. So, hier haben wir Brennstoff. Möchte da aber jetzt nicht alles reinmachen, ne? So, annehmen. Zack. Haben wir gemacht. So, wo ist Jax? Wo ist er? Wie sieht es mit dem Heizungsabenteuer aus? Konntest du das Feuer nähren? Ja, es war sehr hungrig. Gut, du bist schon fast ein Meister des Handwerks. Ein ziemlich gemütliches Handwerk. Gastfreundschaftlich zu sein. Nun, lass dich nicht täuschen. Wenn man kein wachsames Auge darauf hat, geht das Feuer schnell aus. Pass auf, dass du ihm jeden Tag genug Licht und Wasser gibst. Ich weiß, dass du Witze machst. Aber für einen kleinen Moment war ich drauf und dran, einen Eimer zu holen. Wer sagt, dass ich Witze mache? Okay, was haben wir hier? Jax Brennbares. Brennbares. Besuche den Laden, um neue Gegenstände zu finden. Alles klar. Okay, also Jax hat auch einen Laden. Coole Sache. Dann gucken wir uns den noch an. Hier ist der Laden von ihm. Und da kann man Brennstoff kaufen. Alles klar. Okay, dann haben wir hier ein Zitronenbäumchen. Hat der hier zufälligerweise so einen Radioempfänger rumstehen? Nö. Hier ist gar nichts. Okay.
So, coole Sache. Ich nehme an, wir könnten jetzt hier auch theoretisch Zimmer bauen, oder? Wollen wir das mal ausprobieren? Wir haben ja noch 4 Betten in der Tasche. Was haben wir denn noch? Wir haben 5 Betten sogar. Aber wir haben natürlich jetzt noch nichts. Lasst mal sehen. Wir müssen ein bisschen was herstellen. Herstellen. Wir brauchen auf jeden Fall die Rezeption. Dann sollten wir uns mal... Dann machen wir doch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, wir haben nicht so viele Bretter. Okay, da müssen wir noch ein bisschen sammeln gehen. Kiefern, Sperrholz. Sperrholz ist das, okay. Also, wir haben Betten. Okay, wir gucken mal. Wir können aber eine Toilette können wir machen. Die Badewanne wird schon wieder schwierig, weil uns das Porzellan fehlt. Das Waschbecken. Okay, wir müssen sammeln gehen. Gut, Leute. Das mache ich ohne euch. Das Einsammeln. Und dann bauen wir uns in der nächsten Folge doch mal hier Winterberry aus und bauen uns ein wunderschönes, gemütliches und vor allem warmes Skiresort, würde ich sagen. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr Winterberry genauso schön findet wie ich, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über eure Kommentare. Ihr wisst, ich mag das immer sehr gern, wenn ihr mit mir was Schönes schreibt. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt und falls das noch nicht längst geschehen ist, könnt ihr meinen Channel natürlich auch sehr gerne abonnieren. In diesem Sinne, vielen Dank, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns bald.